Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal. Friends, ich freue mich sehr, wir geben uns jetzt hier zusammen. Es ist gerade ganz frisch rausgekommen von Ele, von Ali zusammen endlich. Okay, ich freue mich echt drauf. Das Ding ist gerade eben rausgekommen, deswegen auch dicke Shoutouts nochmal an Sony Music, dass ich den Track früher bekommen habe. Denn ich bin jetzt gerade auf dem Splash. Finde mich jetzt gerade auf dem Splash, Freunde. Wir sind alle Tage da, von Donnerstag bis Sonntag. Und checkt also gerne meine Instagram-Story aus. Dort wird einiges abgehen, denke ich. Wir drehen auch einiges für euch. Seid also gespannt, aber wenn ihr jetzt schon Einblicke haben wollt, checkt gerne ab. Ich weiß selber gerade nicht, wie es aussieht, was gerade los ist, aber es wird auf jeden Fall fett und ich freue mich sehr drauf. Jetzt aber, wie erwähnt, haben wir von Ali471 und von Elif. Okay, das Ding kommt jetzt, ist gerade rausgekommen, bedeutet, geht erstmal bitte auf das originale Video, ganz oben, Link in der Beschreibung. Lasst Liebe da, lasst einen Daumen nach oben, einen Kommentar da und gebt es euch da. Und jetzt haben wir aber, okay, zusammen mit Elif. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe nur so ein bisschen Behind-the-Scenes-Sachen gesehen auf Instagram oder dass die zusammen unterwegs waren, gedreht haben. Ich habe aber noch nicht in den Song reingehört. Es gab eine Hörprobe auf TikTok, glaube ich. Vielleicht sogar auch auf Instagram. Habe ich aber beides so oder so nicht gehört, weil ich komplett blind reingehen wollte, mir das komplett so geben wollte. Deswegen, ich freue mich sehr drauf. Ist auf dem Channel von Ali hochgeladen worden. Und ja, ich würde sagen, wir hören jetzt rein. Ali471, okay, Feed Elif, Mann. Ich freue mich drauf. Ihr wisst einfach, ey, wenn ihr mich kennt, ihr wisst, ich bin Elif-Fan, ja. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Das allererste Mal, dass ich bewusst was von Ali höre. Ich glaube, habe ich bis jetzt noch nichts gehört, oder? Ich glaube nicht. Los geht's. Oh, von Ruslan. Ey, geil, Ruslan. Shoutouts an Ruslan, Digga. Ruslan macht coole Videos. Baby, denk nicht mehr, was gestern war. Denn es ist okay, nicht okay zu sein, Babe. Oh, nee, doch, das habe ich schon mal gehört. Denn es ist okay, nicht okay zu sein. Wo habe ich denn das schon mal gehört? Gab es das in der Hörprobe? Habe ich denn doch schon gehört? Sorry, habe ich denn doch schon gehört. Denn es ist okay, nicht okay zu sein, Babe. Habe ich schon mal gehört, sorry. Habe ich doch gehört, die Hörprobe. Denn es ist okay, nicht okay zu sein, Babe. Glaub nicht, dass es extra war. Geile Melodie auch. Weg, wurde nur noch mein Weg. Denk nicht mehr, was gestern war. Boah. Geil. Denn es ist okay, nicht okay zu sein, Babe. Ich habe die Hörprobe doch schon gehört. Tut mir leid, ich habe es gerade, ich habe mich nicht dran erinnern können. Ich dachte, ich habe es nicht gehört, aber ich habe sie doch schon gehört. Tut mir sehr leid. Geil, ey. Erstmal Ali, sehr, sehr schöne Stimme, muss ich sagen. Geile Melodie und super direkt beim zweiten Reverse quasi von der Hook haben wir direkt hier Elif mit drauf. Ich mag das einfach sehr gerne. Elifs Stimme kannst du überall raufpacken und das hört sich wunderschön an. Denk nicht mehr, was gestern war. Denn es ist okay, nicht okay zu sein, Babe. Glaub nicht, dass es extra war. Das ist übrigens Frio hier. Shoutouts gehen raus. Aber ich find's auch cool, denn aus unserem Weg wurde nur noch mein Weg. Viel zu oft gedacht, ohne dich wär alles seltsam. Dieses simple Oh schon. Das reicht, um mich hooked zu kriegen. Viel zu oft gedacht, ohne dich wär alles seltsam. Bleib mir selber treu, werd mich niemals für wen ändern. Du warst länger in meinem Kopf, als du in meinem Leben warst. Ey, ganz kurz, aber Ali hat eine wirklich sehr, sehr angenehme Stimme. Also sehr angenehme Stimmfarbe, finde ich. Du warst länger in meinem Kopf, als du in meinem Leben warst. Hatte immer nur gehofft, es bleibt alles, wie es war. Es ist halt super angenehm, wenn die beiden so übereinander singen. Hab mich selber verloren, gefangen in der Gegenwart. Wann rufst du wieder an? Du warst für mich auch schon da. Als kein Geld auf meinem Konto war. Jetzt wird es mir wieder klar. So nah, kommt bestimmt jetzt, ganz kurz. Ey, Elif wieder. Nails on point, Junge. Sag, was du willst, Bro. Geil, Mann. Sieht super clean, also auch den Schmuck. Goldschmuck steht Elif sehr gut, finde ich. Passt zu ihr. Keiner war mir je so nah. Junge, diese Stimme. Denk nicht mehr, was gestern war. Das ist ein Hit, Mann. Denn es ist okay, nicht okay zu sein, Babe. Glaub nicht, dass das extra war. Das ist ein wunderschöner Song. Das ist natürlich eine Hitmelodie, obvious, ja. Und das ist so. Ich kriege aber auch so sommerliche Vibes, vielleicht auch durchs Musikvideo so ein bisschen. Aber das ist ein Hit. Kann ich genauso gut.
Kann ich genauso gut einfach. Mit dir war alles anders, weil mit dir alles gut war. Du warst für mich bestimmt, diese Liebe war kein Zufall. Ich hab darauf gehofft. Du warst für mich bestimmt, diese Liebe war kein Zufall. Du wusstest es von Anfang an. Boah, Junge, wie geil sich das anhört, wenn Elif sich selbst doubelt einfach. Hört sich wunderschön an. Du wusstest es von Anfang an, dass wir irgendwann getrennte Wege gehen. Mein Leben läuft genau nach Plan, auch wenn ich dich vielleicht nie wiedersehe. Es ist abnormal. Also ich finde wirklich, die Stimme und dieser Vibe von Elif ist ehrlich, ist einfach einzigartig, Mann. Auch wenn ich dich vielleicht nie wiedersehe. Ihre Voice-Control ist auch so insane. Denn es ist okay, nicht okay zu sein, Babe. Glaub nicht, dass es extra war. Das ist halt ein Hit, Jungs. Sagt, was ihr wollt. Das ist ein Hit, Junge. Denn aus unserem Weg wurde nur noch mein Weg. Denk ich mir, was gestern war. Boah, ey, das war auch geil, Mann. Das war nice. Also erstmal auch noch Shoutouts an Frio und von wem wurde das noch produziert? Steht leider noch nichts drin. Ich habe noch keine. Da ist noch nichts. Hier ist leer noch, leider. Aber auf jeden Fall von Frio und noch von jemand anderem wurde es, mindestens einer weiteren Person wurde es mit produziert. Super angenehmer Beat auf jeden Fall. Das Ding bleibt im Kopf, Mann. Das ist so eine starke Melodie. Wow. Ganz kurz auch, wie gesagt, ganz, ganz dicke Shoutouts an Ali. Das war so das Erste, was ich bewusst von ihm gehört habe. Also, woran ich mich jetzt erinnern kann. Das Erste quasi. Und er hat eine super, super angenehme Stimmfarbe, finde ich, ja. Und die harmonieren ultra gut zusammen, die beiden Stimmen aufeinander. Es gibt auch Stimmen, wo ich sagen würde, okay, die harmonieren echt nicht so gut zusammen, aber das war einfach, das war ein kleiner Genuss für meine Öhrchen, ja. Super coole Melodie, wie ich meinte schon. Das ist auf jeden Fall ein Hit, das bleibt im Ohr, das ist ein Ohrwurm so, ja. Und ey, cooles Feature einfach, coole Sachen. Cool, dass die Sachen zusammen gemacht haben, ja. Und hat auf jeden Fall gepasst, hat sich nicht irgendwie geforced oder komisch angefühlt. Man hat auch gesehen, die verstehen sich wirklich gut. So, wisst ihr, also auch in den Instagram-Stories, das ist für mich irgendwie auch so ein bisschen so ein Impact, wenn man weiß oder wenn man sieht, die verstehen sich wirklich und haben irgendwie jetzt ein cooles Ding auf die Beine gestellt. Ja, man, noch ein cooles Musikvideo bekommen, on top. Deswegen geht auf jeden Fall alle auf das Video rauf, lasst ein bisschen Support und Liebe da und dann würde ich sagen, sehen wir uns irgendwann wieder. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch so vorproduzieren werde alles gehabt habe vor dem Splash. Vielleicht kriege ich noch ein, zwei andere Sachen früher, dass wir dann hier auch noch ein, zwei aktuellere Sachen haben. Aber auf jeden Fall Instagram-Story auschecken, Friends. Da ist einiges gerade am Laufen. Und ja, dann sehen wir uns allerspätestens Montag nach dem Splash wieder. Ich freue mich. Hab einen wunderbaren Tag. Bleibt so fresh und gut aussehen wie immer und ciao.